Das Problem von Doomscrolling am Abend, wenn du ADHS hast, ist nicht nur unbedingt, dass ja, du dann vielleicht so an dem Handy gehuckt bist, dass du gar nicht mehr davon wegkommst und dann dein Schlafrhythmus sich verschiebt, sondern auch, dass durch den Bildschirm, das künstliche Licht, die Melatoninproduktion unterdrückt wird. Melatonin ist das natürliche Schlafhormon, was wir produzieren, damit wir ja, unseren Tag-Nacht-Rhythmus regulieren. Und durch künstliches Licht, da wird es halt unterdrückt. Und wenn ich dann die ganze Zeit kurz vorher noch am Handy bin und Doomscrolling mache, dann wird natürlich auch das Melatonin nicht rechtzeitig zum Schlafen gehen ausgeschüttet. Und wenn ich dann direkt versuche, schlafen zu gehen, wird das in der Regel nicht klappen. So, jetzt ist natürlich immer schön die Aussage, eine Stunde vorher ins Bett gehen, kein Handy mehr und keine Bildschirme mehr und so. Aber das ist ja nicht so einfach und das lässt sich vor allem nicht von heute auf morgen umsetzen. Deswegen hier der erste Tipp, keine Gewaltlösung, sondern versuch's schrittweise. Und wenn das erstmal nur 5 Minuten sind, ja, aus 5 Minuten können nach der Woche 10 Minuten werden, danach vielleicht 15, 20 Minuten, bis du es vielleicht wirklich auf eine ganze Stunde schaffst. Solche Verhaltensänderungen passieren nicht von heute auf morgen. Auch wenn wir das mit ADHS ganz auch wollen, gerade wenn wir uns mit einem Thema beschäftigen, dann funktioniert das vielleicht 2, 3 Tage, vielleicht 1, 2 Wochen und dann irgendwann fallen wir wieder in unsere alte Verhaltensweise zurück. Deswegen versuch es schrittweise zu ändern. Und das ist auch nicht verwerflich, ja, abends noch am Handy zu sein. Aber versuch dann auch nochmal, dir bewusst den Content auszuwählen, ja, dass du dich vielleicht nicht noch irgendwie mit zum Beispiel bei mir politischen Themen beschäftigst, wo du dich dann wieder aufregst, weil alles voll Idioten sind, sondern mit etwas entspanntem, zum Beispiel Wikipedia zum Einschlafen über Spotify oder entspannte YouTube-Videos oder eine Serie, die du kennst. Das sind so Tipps, die da auch schon helfen können. Und dann schrittweise das zu schaffen, dass man 5, 10 und dann irgendwann eine Stunde vorher kein Handy mehr in der Hand hat oder Bildschirm. Für weitere Tipps und Tricks rund um ADHS und Schlaf, mach gerne das Plus weg und besuche meine Webseite. Den Link tue ich in die Kommentare packen, wo mein Online-Kurs drin ist und wo du dich gerne registrieren kannst.